Hallo und herzlich willkommen bei GTA 5 Online und wir spielen heute Deadline 1 und wir spielen heute mit 4 Leuten wieder und wir spielen die, ja, das ist geile Adverse Remote und wir mussten natürlich schöne Linien machen und wir dürfen natürlich die anderen Linien nicht überfahren, weil da sind die tot. Da hast du coole Items da und da kann man schneller machen und ein bisschen springen und alles. Und wir spielen jetzt, jeder hat jetzt 6 Live und ja, wir dürfen natürlich kein Live verlieren, ne? Aber da ist ja geile Spiele, du kannst auch Deathmatch machen, so viele, der macht auch hier, der geht auch kaputt da. Macht ja da alle da. Mal gucken, ob wir da irgendwie was machen können hier. Ja, der geht schon weg, der ist schon gestorben. Den muss er umdrehen, weil der Grüne geht bestimmt da zur Kante und da können wir ihn weg und da kommen wir runter. Das heißt, wir haben schon, wir sind schon auf dem ersten Platz jetzt. Aber wir müssen richtig aufpassen. Ja, sind alle gestorben irgendwie. Da haben wir richtig Glück gehabt. Aber die kommen alle natürlich hinterher, weil ich habe natürlich viel Life. Wir spielen jetzt 2 Runden, gewonnene Runden, sag mal so. Der Gewinner von 2 Runden ist Matchwinner und hat natürlich sehr viel Geld. Ich denke so um die 40.000 Dollar. Jetzt wird er schön mal 2 gemacht. Und das ist bis heute. Und dann wird, ich weiß nicht, heute ist, glaube ich, der 22. November oder so. Keine Ahnung. Aber dann kriegst du Halbgeld und so. Und dann ist das nicht so schön zu spielen. Für Leute, sag mal so. Die Leute spielen halt nicht mehr so viel. Aber gibt nicht mehr so viel Geld und so. Ne? So, mal gucken hier. Den Blauen da, was macht der da? Ja, dieser kann schön Gas geben. Der ist schon kaputt. Geil. Wer hat noch der am meisten Life? Noch der Grüne da, die hat 5. Ich habe 6. So, wir drehen da mal kurz. Bei Deathmatch müsste richtig aggressiv sein. Und mit, sag mal so, mit dieser hier so, dass er leben muss, bleiben muss. Da musst du, sag mal so, ja, so ein bisschen wegfahren, ne? Wir haben noch 3 Minuten. Und ich hoffe, dass immer meistens so, wenn du die Leute schnell kaputt gehen und die muss noch 3 Minuten warten, dann sind die weg. Ja, und dann ist der Match fertig, weil das Problem ist, du musst das mit 4 Leuten spielen. Sonst wirst du rausgekickt. Ja, da muss man eben aufpassen. Wir drehen uns mal kurz hier. Die wollen mich alle verarschen. Dann gehen das wieder weg hier. Da kommt der Grüne auch schon angefahren. Geil. So, ist er gestorben oder nicht? Ne, noch nicht. Ah, schade, der ist weggekommen. Ah, geil. Doch. So, geil, wir haben jetzt... Ah, der wollte mich kaputt machen. Hat er nicht geschafft. Wir nehmen schön mal den Boost-Item da. Wenn wir das schaffen... Alter, jetzt habe ich ein Problem. Ne, doch nicht. Weil hier der Linie geht weg da. Hoffentlich. Ne, natürlich nicht. So. Wir haben noch 1 Minute und 40 Sekunden. Hier, da kommt schon wieder mit einem Boost-Item an. So, weg hier. So, gut. So, der Boost-Item ist weg. So, dann muss ich dann. Da können wir schön hüpfen da. Aber ich mag den Ding nicht da. Da ist es schon wieder ein Boost-Item. Ah, verpasst. Ah, nicht so toll. Was macht der da oben? Da geht er mal oben. Nee, der geht nicht. Die gehen nach rechts hier. Dann hole ich hier den Item hier. So. Wir haben noch immer 6 Life. Wir haben schon ein paar, sind wir schon gestorben. Geil. Haha, der wollte mich ja. Das ging ganz gut hier. Wir gehen mal schön mal hier hinterher. Also. Was macht der da? Der Orange hat jetzt ein Boost-Item. Da muss ich aufpassen. Was macht der da alle da? Wir müssen den Grünen dafür. Ah, geil. Der Grüne ist auch kaputt. Das heißt, ich muss gucken. Wir haben noch 3. Das können wir nicht mehr verlieren jetzt. Das schaffen wir heute, meine Freunde. Und wir kommen alleine hinterher jetzt. Jetzt muss ich richtig aufpassen. Du musst immer richtig auf den Map gucken. Wenn du nicht auf den Map guckst, dann hast du das schon verloren hier auf dem Spiel. Weil der, du musst nicht auf der Karte, musst immer auf der Karte gucken, nicht da auch hier auf die Fläche, weil wenn du das machst, dann bist du gleich tot.
Die hat noch 20 Sekunden. Ah, der blaue ist schon weg. Geil. Sterbt ihr schon oder ne? Wir drehen noch mal kurz. Und wir haben 3 Sekunden und wir haben gewonnen. Ja, sicher. Na! Alter. Er hat mir doch gekriegt, ey, mit einem Kill da. Aber trotzdem haben wir eine schöne Runde gewonnen. Und wir haben jetzt 16.000 Dollar. Und dann musst du natürlich die ganze Zeit ausspielen. Wenn du weniger Zeit spielst, sag mal so, die sind alle nach 3 Minuten kaputt, dann kriegst du auch viel weniger Geld. Ja. Das heißt, wenn du fast alleine bist irgendwie und du musst sorgen, dass du bis Ende spielst im Spiel, weil, ja, das ist schön Dollar, so. Jetzt haben wir Runde 2. Wir spielen jetzt 6. Minute. Und das sieht ja richtig geil aus, muss ich sagen. Ja, guck mal. Ich finde das richtig geil. Das ist ein Nakazaki, irgendwie so ein japanischer Name oder so hat der Motor. So, ja, der hat schon eine gekillt, da ist schon eine kaputt. Wir drehen noch ein paar Runden hier. Weil wenn du hier mit diesem Deathmatch musst du natürlich aggressiv spielen. Aber wenn du den Live musst du gar nicht aggressiv spielen, was ich so vorher gesagt habe, weil da habe ich ein paar Mal auch gemacht, richtig aggressiv spielen, dann machst du so viel selber Kills. Was macht er jetzt? Ne, hier dreht sich wieder. Ah, super. Das heißt, wir sind jetzt auf ersten Platz wieder. Geil. Ah, ich wollte ihn da abstellen, aber geht er nicht. Dann macht der Orange, der geht hinterher, weil. Geil. Nice. Ja, leider. Ja, doch. Der ist gestorben. Doch gestorben. Aber wir haben jetzt Glück. Der Grüne ist noch immer, der ist gut. Letzte Runde auch schon gut. Ja, was macht der da? Ich will ihn killen, aber da geht er nicht. Der dreht sich schon. Aber wir gucken mal, was der Grüne macht. Ich gucke immer schön auf der Map gucken. Ich finde Deadline 1 bis... Oh nein. Alter, der hat noch gestorben. Der ist auch gestorben. Geil. So. Schön auf die Map gucken. Ein bisschen, ja, geil. Huhu, Alter. Ja, das ist das Problem. Weil wir aus Deathline 1 bis 7. Und ich finde die andere, weiß ich nicht, ich finde die nicht so toll. Ich finde das eine mit Container, also das auch schön. Aber ich finde mit dem, diese finde ich am schönsten. So kannst du hier mit dem ganzen Apartments hier so. Da kannst du ein bisschen drehen hier. Da kannst du hier verstecken. Und das ist richtig geil. So, ist eine schon weg. Der Blau ist schon weg. Da kann er bestimmt nicht gewinnen. Das heißt, wenn wir die Runde verlieren, ist trotzdem Feierabend. Weil wir sind da mit 3 Spieler. Und wir werden dann auf jeden Fall gekickt. Das finde ich eigentlich nicht so toll, was sie da gemacht haben. Da muss man mal sagen, wir machen mit 3 Spieler weiter. Aber egal, ich weiß nicht, warum wir das gemacht haben. Aber das finde ich schade von dem Spiel eigentlich. Da kommt der Grüne schon wieder angefahren. Was will er denn? Ja, den kann man nicht nehmen, weil ich habe die schon eine schöne Linie gemacht da. Weil, ja. Ich muss aufpassen, wenn die mir killen, dann haben die alle da gleich hier. Wir haben noch 2 Minuten. So, dann drehen wir mal schön. Ich glaube, die machen irgendwie. Ja, die gehen alle hinterher jetzt. Jetzt muss man schön ein Boost-Item nehmen, weil da können wir ein bisschen Gas geben. Wir drehen uns mal kurz. Was ist er denn jetzt? Ja, geil. Das heißt, der Grüne hat noch... Das schaffen wir auf jeden Fall, denke ich mal, oder? So. Alter, was macht der denn? Geil. Ja, der ist drüber gehüpft über meine Linie. Geil. Jetzt müssen wir aufpassen. Unsere einzige Konkurrenz ist der Orange. So. Jetzt gehen wir schon ein bisschen aggressiver, weil wir haben ein bisschen Life.
Aber der Orange muss richtig auf. Geil! Haha, hast du gesehen? Das war richtig geil. Ihr habt gehüpft, er ist gestorben. So. Jetzt, was machen wir jetzt? 50 Sekunden. Wir müssen ja jetzt durchhalten. Das werden wir Matchwinner, sonst werden wir Runde-Gewinner. Und dann ist das Spiel fertig. Okay, wir haben 40 Sekunden, kann er alles spazieren. Muss dann nicht selber killen oder so, weil. Das kann passieren, ne? Das siehst du ja gleich. Das ist scheiße. Jetzt sind wir 4 zu 4. Ich kann selber killen irgendwie. Und das kann so. Bei 25 Sekunden, dann haben wir natürlich. Wie soll ich das sagen? Sudden Death. Und das ist auch richtig geil. Da muss man in einem bestimmten Raum sein. Du kannst am besten zuerst sein, weil da können wir schöne Linien bauen. Ich hoffe, der Orange und der Grüne killen sie. Okay, ja. Das heißt, wir haben jetzt Sudden Death. Die muss jetzt, da warum muss man hin jetzt? Was macht der jetzt? Was ist er jetzt? Geil! Was ist er denn jetzt? Was macht er jetzt? Ah nein, nicht selber killen. Alter, da wird's spannend hier, ey. Alter, aufpassen. Ja, ja, ja. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Dein Kumpel? Geil! Und? Wir haben eine Runde gewonnen! Und sind wir kein Match wieder? Nein, müssen wir drei Runden machen oder? Aber egal, wir haben fast 30.000 Dollar gewonnen. Und ja, ich glaube, das war's, oder? Ja, doch, Match Winner. Zeig dir nicht an, vielleicht ein Bock oder so. Das war's eigentlich für heute. Wir sind jetzt Erste gewonnen. Und ja, das war's geil. Ich hoffe, ihr habt's gefallen. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Bye bye.